Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin für Etymologie. Ja, das ist die Wortherkunftslehre. Denn wir beginnen heute mit dem Ioniq 5. Und dieser Name setzt sich zusammen aus dem Ion, dem elektrisch geladenen Atom, und der Kurzform des englischen Unique, was also sowas wie einzigartig heißt. Aber das wussten Sie bereits schon alles. Ey, Alter, was guckst du? Guckst du so ein Eckig? Ja, eine leicht kubistische Reminiszenz ist da schon drin in unserem Hyundai Ioniq 5. Wir sind unterwegs mit dem neuen, großen 77,4 Kilowattstunden Akku, was locker eine Reichweite von mindestens 400 Kilometer ermöglicht. Bei voller Batterie und entspannter Fahrweise können es auch 450 werden. Ja, das funktioniert beim Hyundai sogar, wenn man ihn hin und wieder etwas flotter bewegt. Doch was inzwischen fast wichtiger ist: Er bewegt sich nicht nur flott, er ist auch flott wieder flott. Denn, Zitat: Der Hyundai Ioniq 5 lädt sowohl an 400 Volt als auch an 800 Volt Ladepunkten. An einer 350 kW Schnellladesäule lädt die Hochvoltbatterie des ECUV in nur 18 Minuten von 10% auf 80% ihrer Kapazität. Eine Ladedauer von 5 Minuten genügt für eine Reichweite von 100 Kilometern nach WLTP-Norm. Mit der im Zitat benutzten Abkürzung ECUV meint Hyundai ein Crossover Utility Vehicle, wobei wir uns unter einem Kreuzübergerätewagen nichts vorstellen können. Das ist nicht nur sprachlich weit aus dem Fenster gelehnt, auch die Werte wären Oberklasse. Nimmt also nicht Wunder, dass wir wissen wollten, ob es mit dem Ladetempo wirklich funktioniert, und wir haben es an diversen Säulen getestet. Wichtig dabei: Nicht ganz leer fahren und nicht ganz voll laden wollen. Am schnellsten geht es, wenn noch 10% Ladung da sind und bis maximal 80% geladen werden soll. Autoseitig läuft das, nur bekanntlich sollte man auch die Ladeleistung der Säule abfragen und singt dann oft den Klassiker "The answer is blowing in the wind". Die Möwen schreien, es ist windig und wir müssen in Hamburg sein. Heute zäumen wir das Pferd mal von hinten auf, das heißt, wir fangen mit dem von diesem Schnuckelchen hier an. Und jeder, der sich noch ein bisschen für Autos interessiert, eventuell eins kaufen will, kennt diesen Wagen, kennt diesen Schriftzug, hat da schon mal drauf geguckt und sich gewundert, was bitte ist Ioniq? Ich meine, das Hyundai-Zeichen erkennt man dann, aber der Ioniq steht hier vor uns in der fünften Generation, ist so ein bisschen kantig, fast futuristisch, wenn man sich gerade hier diese tetrisförmigen Blöcke in den Rückleuchten anguckt. Und an der kantigen Linienführung erkennt man so ein bisschen die Ähnlichkeit vielleicht zu Zurück in die Zukunft, Marty McFly und der edelstahlverblechte DeLorean. Groß genug ist der Ioniq dazu auch noch, und was er in sich hat, das sehen wir noch. Spaß macht er auch unterwegs. Strammes Fahrwerk, angenehmes Ansprechverhalten beim Gasgeben bzw. Akzelerieren, elektrisch flotte Beschleunigungswerte. Je nach Akku müssen 2 bis 2,2 Tonnen bewegt werden mit 4,64 Meter Länge. Die Autoindustrie hat ja den Innenraum als USP entdeckt. Wir alle sollen weniger Auto fahren und tun das auch, weil wir immer öfter und länger im Stau stehen. Also hinein in die gute Stube. Dazu auch eine Türöffnung, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Da muss man mit einem Finger erstmal andrücken, bevor man mit der Hand die Tür öffnet. Der Kameramann hat sich dabei gleich die Finger geklemmt. Und innen drin wird der Blick frei auf ein ganz strikt, nüchtern, aber auch modern konzipiertes Cockpit, in dem es an nichts fehlt, das aber viel aufgeräumter ist als in vielen anderen E- und modernen Fahrzeugen, die ich bei Premium-Herstellern gesehen habe. Gefällt mir. Tatsächlich sollen sich die Passagiere im Ioniq 5 wie zu Hause im Wohnzimmer fühlen. Da kann der Fahrer nur hoffen, dass sie sich nicht ebenso benehmen. Der Innenraum ist jedenfalls gemütlich und großzügig gestaltet, und das mit einiger Rücksicht auf Umwelt und Allergiker. So sind die Ledersitze mit Pflanzenölextrakten aus Leinsamen gefärbt und behandelt. Andere Innenraumteile basieren auf nachhaltigen Fasern wie Biozuckerrohr oder Wolle und Garnen, die auf Pflanzenbasis hergestellt werden. Oberflächen wie das Armaturenbrett, die Schalter, das Lenkrad und die Türverkleidungen sind mit einem Polyurethan-Biolack beschichtet, der aus Raps- und Maisöl gewonnen wird. Weiterhin allergisch reagieren könnte man höchstens noch auf den Fahrstil des Fahrzeuglenkers. Wenn der mal den Kickdown macht, dann geht es in 7,3 Sekunden auf 100. Immerhin ist die Höchstgeschwindigkeit auf 185 km/h begrenzt.
Das alles geschieht mit 229 PS an der Hinterachse. In der Version mit 325 PS ist verständlicherweise Allradantrieb verbaut. Aber letztlich ist es das Gesamtkonzept des IONIQ 5, das ihm solch einen Erfolg beschert. Ganz ehrlich, da ist Hyundai ein richtig großer Wurf gelungen. Das könnte auch ein Auto von Sony sein. Klare, strikte Formgebung, ein bisschen eckig, macht aber nichts. Ultramodern, da könnten sich einige der großen Premium-Hersteller eine Scheibe von abschneiden. Dazu ein Akku, der über 400 Kilometer Reichweite schafft, und zwar echte Reichweite. Einer schnellen Ladefunktion, einer guten Möglichkeit hier vorne im Frunk, finde ich immer noch schön dieser Name, Frontkofferraum, Trunk und Front, Platz fürs Ladekabel und dazu ein ganz klar gestalteter Innenraum. Also einfach Applaus, tolles Auto. Da könnte man noch einen draufsetzen, aber Standing Ovation auf der Fronthaube hätte einfach zu viel Eindruck hinterlassen. Bei 44.000 Euro beginnt der Preis für die Begeisterung, dann allerdings mit 170 PS Heckantrieb und nur 58 Kilowattstunden Batterie, ergo geringerer Reichweite. Unser 77,4 Kilowattstunden Modell mit Heckantrieb und 229 PS kostet 4.000 Euro mehr. Für 325 PS mit Allrad fordert Hyundai 8.000 Euro Surplus. Kreuzt man auf der Bestellung noch einige Extras an, kann der IONIQ 5 auch schon mal über 60.000 kosten. Aber dafür gibt es ein Platzangebot, vergleichbar mit dem D-Segment, und man gehört nicht länger zu den unbeliebten SUV-Fahrern. Ist ja ein CUV.